So, wir kommen jetzt dann nachher zu den platonischen Körper. Und bevor ich dieses Thema anschneiden möchte, hier noch ein praktischer Hinweis auf ein Buch. Diese Bilder sind aus dem Buch Die Kraft der Grenzen von einem ungarischen Architekten mit Namen György Döccsi. Wie man das schreibt, bitte nicht fragen. Das ist ungarisch. Aber der heißt György Döccsi und ist ein Architekt gewesen, der ein Buch über die heilige Geometrie geschrieben hat. Und zwar in der Gestalt, dass er jetzt hier Beispiele dafür gibt, wie man zum Beispiel vermessungstechnisch hier vorgeht, um bestimmte Strukturen richtig zu vermessen. Also praktisches Beispiel Rückenwirbel. Das heißt, es gibt da überall automatische Bemaßungen, zum Beispiel von hier bis hierher ist dieses Maß da. Ja? Oder eben von da bis daher, bis zu diesem Teil hier, das wäre dann dieses Maß da. Oder von hier, von dem Bereich bis daher ist dann dieses Maß. Und diese ganzen Maße, die können hier in Töne verwandelt werden. Da sieht man die zugeordneten Frequenzen dann. Ja? Das heißt, Objekte haben eine Vielzahl von Frequenzen, die sie gleichzeitig in sich tragen. Das lässt sich auch anwenden, zum Beispiel in der Struktur von Gefäßen. Nehmen wir mal ein Wassergefäß her. Ja? So gibt es hier ganz natürliche Resonanzen, wie man das da vermessen kann. Und es wäre natürlich ideal, wenn diese oktavenmäßig in Resonanz zum Wassermolekül stehen. Das heißt, ob die Vase so groß ist oder so groß ist und wie sie geformt ist, spielt eine große Rolle, wie breit sie ist und wie hoch. Und je mehr das im Verhältnis zu dem Medium ist, das da drinnen aufbewahrt wird, umso besser. Ja? Praktisches Beispiel, die Ägypter zum Beispiel, die haben ihr Getreide in solchen Amphoren aufbewahrt. Die waren zum Teil so, ja, so, solche Teile waren das. Die waren sehr flach, so, und sehr groß, solche Teile sind es gewesen. Ja. Und das hängt mit dem Getreidekorn zusammen. Das Getreidekorn hat eine bestimmte Grundform, Länge, Breite. Und diese kann man jetzt oktavieren, mal 2, mal 2, mal 2, mal 2. Und dann kriegt man irgendeine Höhe und irgendeine Breite. Und das ist das Grundmaß, wie die Amphore gestaltet sein muss, um ein Vielfaches der Frequenz von dem Samenkorn darzustellen. Und dann kann ich ein paar Variationen dazu machen, dass ich da oben ein Ding drauf mache und unten eine kleine Variation dazu und das war's. Die Amphore steht in Resonanz mit dem Getreide. Ergebnis? Das Getreide hält in diesen Amphoren zehnmal so lang. Man hat in bestimmten Gefäßen aus der altägyptischen Kultur Getreide gefunden, das keimfähig ist. Das ist über 3000 Jahre alt. In solchen Amphoren. Deswegen, das ist schon wichtig. Selbstverständlich kann man das eben, wie gesagt, auch mit dem Körper machen. Da sind jetzt die Beispiele, wie das gemessen wird, da an den Fingergliedern. Oder auch bei Tieren, da ist ein Schmetterling vermessen. Wenn man zum Beispiel ein Klavier zu Hause hat, kann man die Grundschwingungen, also die Dreiklänge, wie ein Wesen klingt, am Klavier antönen. Wer Klavier spielt oder zumindest sich mit den Grundtönen auskennt, der kann zum Beispiel rausgehen, eine Libelle fotografieren, die bemaßen, dann über einen Resonanzmandala-Designer die ganzen Töne rausholen und dann die Dreiklänge am Klavier antönen. Und dann hört er buchstäblich, wie jetzt diese Libelle klingt. So, die weiteren Aspekte, mit denen wir uns jetzt beschäftigen wollen, noch in der Endphase sind, dass man aus der Blume des Lebens auch die sogenannten platonischen Körper herausholen kann. Und dazu ist es notwendig, dass man von der Blume des Lebens zunächst einmal die Blütenblätter weglässt und eigentlich nur diese Grundkreise, von denen ich da vorher gesprochen habe, herausholt. Und über diese Grundkreise kann man eh schon erkennen, was da sichtbar wird. Da wird zum Beispiel ein Würfel sichtbar. Sieht man das da? Da ist ein Würfel zum Beispiel sichtbar. Also das wäre eine farbige Darstellung von diesen Grundkreisen und das nennt man auch den Würfel des Metatron. Und wenn man jetzt die Verbindungslinien im Metatronwürfel alle einzeichnet, dann kriegt man diese fünf Körper, die dort raus entstehen, die da. Ja, man sieht, dass da jetzt immer die Eckpunkte richtig vernetzt sind und da sind alle Körper drinnen. Wenn man da hineinschaut, kann man erkennen, da sind Tetraeder drinnen, Oktaeder, Ikosaeder, Würfel. Man muss immer nur ein bisschen anders hinschauen, sieht man alle Körper da drinnen. Und insgesamt gibt es fünf platonische Körper, die in der Lebensblume sichtbar werden. Das sind diese fünf Körper da. Ein Würfel, und der steht auch fürs Basischakra. Der Würfel hat acht Eckpunkte und sechs Flächen.
Das ist dann wichtig, wenn man nämlich den anderen Körper hernimmt, wird man sehen, dass diese anderen Körper genau umgekehrt gepolt sind. Ja? Der zweite Körper, das ist der Würfel, ist der sogenannte Icosaeder. Ein Icosaeder ist ein Körper, der aus lauter Dreiecken besteht, die insgesamt ein Fünfeck ergeben. Ja? 1, 2, 3, 4, 5. Der Icosaeder, der steht für das Sakralchakra, fürs zweite Chakra da. Und der besteht insgesamt aus 12 Eckpunkten und 20 Flächen. Der Icosaeder ist auch der Körper, in dem sich die Emotionalität des ganzen Systems widerspiegelt. Es gibt 5 Grundemotionen und jeweils 4 Schattierungen von jeder Emotion. Das heißt im Klartext 20 Emotionalzustände. Ja, deswegen hat er 20 Flächen. Davon sind aber 5, bilden immer eine Einheit. Ja? Das er ist zuständig für die Emotionen. Und wenn man jetzt Heilung im Emotionalkörper erwirken möchte oder dort betreiben möchte, dann ist es immer gut, Kristalle mit Icosaeder-Grundstruktur sich aus der Natur zu suchen, weil die für Sakralchakra einfach besser sind. Der dritte Körper ist der Tetraeder. Der da. Das ist das Aura-Chakra. Ja? Das heißt, das ist der Lichtkörper, heißt es auch. Und der Tetraeder, der hat 4 Eckpunkte und 4 Flächen. Und man kann schon erkennen, dass der Tetraeder ein Körper ist, in dem die Eckpunkte und die Flächen gleich sind, daher auch sich selbst spiegelt. Das ist der Tetraeder. Ich nehme da jetzt einmal das Mausbett. Darf ich mal nochmal den Würfel haben? Wenn man den Würfel nimmt und diese Fläche da nach hinten haltet, dann kann man sehen, dass die schwarze Fläche, da kann man durch den Würfel durchschauen und sieht die schwarze Fläche. Das geht. Wenn man den Icosaeder nimmt und richtig dreht, dann kann man ebenfalls die schwarze Fläche durch den Körper durchsehen, im Hintergrund. Wenn man einen Tetraeder nimmt, kann man nicht durchschauen, da geht nichts. Der Tetraeder spiegelt sich selber, da kann man nicht in den Hintergrund hineinschauen, kann jeder selber mal ausprobieren. Der Tetraeder spiegelt sich selbst. Alle anderen Körper kann man durchschauen, nur beim Tetraeder nicht. Deswegen sagt man auch, dass der Tetraeder die Mitte von diesen platonischen Körpern darstellt. Deswegen habe ich ihn auch da in die Mitte hineingestellt. Da. Das ist der Spiegel für die zwei oben und die zwei unten. Das ist die Mitte. Und dementsprechend wird es jetzt dann verkehrt herum, weil auf der vierten Ebene mache ich vielleicht jetzt, was haben wir unten für Farbe? Blau, ja, passt, dann nehmen wir da auch blau. Die vierte Ebene, das ist das Herzchakra. Da gehört der Oktaeder hin. Ja, der Oktaeder ist jetzt ein Körper, der aus 2 vierseitigen Pyramiden besteht. Das schaut so aus. Das ist ein Oktaeder. Da. Der hat da, der ist leider die Kanten ausgeschlagen, aber da ist eine vierseitige Pyramide. Riecht man es? Und von unten ist auch eine vierseitige Pyramide. Und wenn man es dann von der Seite dreht, auch wieder. Also von allen Seiten ist es eine vierseitige Pyramide. Ja. Der ist nicht ganz exakt geschliffen, der ist eine Spur falsch geschliffen. Schaut so aus, da ist eine vierseitige Pyramide, so. Und da die Gegenpyramide ist da unten, so. Da schaut der eigentlich aus. Der Oktaeder hat 6 Eckpunkte und 8 Flächen. Und da kann man jetzt schon erkennen, womit der zusammenhängt. Der ist nämlich genau verkehrt zum Würfel. Der Würfel hat nämlich 8 Eckpunkte und 6 Flächen. Ja? Ist also der Spiegelkörper zum Basischakra. Daher sagt man auch, das Herzchakra ist die Spiegelfunktion des physischen Körpers. Daher, das Herz ist der Mittelpunkt und der größte Hohlraum im Körper im Verhältnis zur Masse des Körpers. Ja? Vom Innen herausgenommen. Das ist das Zentrum. Und dort ist die größte energetische Zirkulation, die größte Bewegung. In der Physis ist die geringste energetische Bewegung. Dort ist die Masse. Das ist das Prinzip Luft und Erde. Erde ist unten, Luft ist oben.
Erde ist Physis, Luft ist Energie. Energie ist das Gegenteil von Materie. Ja, deswegen ist das Herzchakra das Gegenstück zum Physischen. Ja. Und oktagonale Strukturen sind hilfreich für die Heilung dieses ganzen Bereichs da. Die in der Natur vorkommenden Oktagonalstrukturen. Jetzt kommt das fünfte Chakra. Der Fünferkörper da oben ist ein Dodekaederkörper, der schaut so aus und hat eine gewisse Ähnlichkeit zu dem. Aber der Unterschied ist, dass diese Fläche ist vollflächig, da gibt es keine Dreiecke drinnen. Sondern im Gegenteil, diese fünf Ecke setzen sich da weiter fort. So. Und dementsprechend ist die Struktur genau verkehrt. Er hat nämlich 20 Eckpunkte und 12 Flächen. Und man sieht schon, mit wem der verwandt ist, nämlich mit dem da. Mit dem Ikosaeder. Weil der Ikosaeder hat 20 Flächen und 12 Eckpunkte. Ist also der Spiegelkörper. Der Dodekaeder ist also die Spiegelung der Emotionalität. Und die zwei hängen miteinander zusammen, 2 und 5. Weshalb 2 und 5 auch in der Kombination auftreten sollten. 2 mal 5 ist 10, das ist optimal. Ja? Das ist das Doppelte. Es spiegelt sich auch in der 20er Struktur der Flächen oder Eckpunkte, weil wir ja das auch drinnen haben, das ist dann 4 mal 5, das wäre dann 4 mal 5, ja, ist dann 20. Das ist die ideale Kombination. Diese Energie stellt das Gegenstück zur Emotion dar. Und was ist das für Qualität? Das ist der Intellekt. Da ist das Sprachzentrum der Information, das ist die intellektuelle Zentrale. Von da geht es in den Kopf hinein. Ja? Da ist der Kopf, da ist der Intellekt da oben. So, die intellektuelle Kraft ist das Gegenstück zur Emotionalität. Und die beiden spiegeln sich gegenseitig. Daher kann man intellektuelle Problemstellungen, wenn jemand zu viel im Kopf ist, mit Emotionalität heilen. Und wenn jemand zu viele Emotionen drinnen ist und zu wenig im Kopf, mit Intellektualität heilen. Also das gehört zusammen. Ja? Das ist miteinander verknüpft. Diese emotionale Ebene, das Grundelement dort ist wässrig, das ist Wasser. Das Grundelement da ist Feuer, das ist natürlich Licht. Das gehört daher. Das ist Feuer. Das ist Luft. Und oben ist natürlich dann Äther. Der Äther ist der Träger der Information. Das ist die ätherische Energie, die da angesiedelt ist. Daher transportieren Dodekaederstrukturen Informationen. Das sind lauter Körper, das sind Informationsspeicher. Die zapfen die Akasha-Chronik an. Ja, die da. Die können die Akasha-Chronik anzapfen. Vorzugsweise in der Farbe hellblau, weil das dem Chakra zugeordnet ist da. Ja, heilungsmäßig. Ja, das heißt, hellblaue Dodekaederstrukturen, mit die kann man dann in die Akasha-Chronik hineinschauen. Gibt es einmal da herum. Schaut dann so aus. Wo kriegt man die? Im Handel, die kann man im Handel kaufen. Ja. Kann sie auch viel größer machen, so große Teile zum Beispiel. So, das ist jetzt einmal nur der erste Ansatz. Es gibt jetzt in der Natur Steinbücher. Zum Beispiel gibt es das große Buch der Steinkunde, wo alle Edelsteine drinnen sind, die in der Natur vorkommen. Und da steht auch immer die kristallographische Struktur dabei, wie die eigentlich ausschauen. So, da ist jetzt noch einmal die Zuordnung zu den Chakren. Und vorzugsweise, wenn man jetzt mit Steinen arbeitet, ist es sinnvoll, die richtigen Formen für das richtige Chakra zu verwenden. Ja? Es ist jetzt auch so, dass manche von diesen Körpern bisher aktiver waren als andere. Die bisher aktiven Körper, die momentan planetenmäßig aktiv sind, das ist dieser und der da. Aus diesem entsteht ein Dreiecksgitter. Und aus dem anderen entsteht ein Rechtecksgitter. Und diese beiden Gitterstrukturen sind momentan auf der Erde aktiv. Und das hat jetzt was mit dem Hartmann-Gitter und mit dem Curry-Gitter zu tun. Ja? Ja? Wenn man eine Flachprojektion von einem Würfel macht, schaut es so aus.
Ja. Man kann ja den Würfel im Würfel darstellen. Angenommen, ich mache einen kleinen Würfel da, ja, kann ich theoretisch das vergrößern, indem ich da auf der Basis vier Würfel mache. So zum Beispiel. Ja. Da habe ich da mehrere Würfel. Man sieht schon, so schaut das dann im Prinzip aus da. Und dann nach unten hin kann ich auch noch zwei Würfel dazu nehmen. Da kriege ich einen größeren Würfel, der aus kleinen Würfeln besteht. Und die kann ich wieder aufschichten zu noch größeren Würfeln. Das heißt, ich kriege im Prinzip da verschiedene Gitternetze. Ja, Gitternetzlinien. Halt. Die feiner und gröber sind. Ja, zum Beispiel so. Und je nachdem, wie groß die Würfelstruktur ist, dementsprechend sind das halt Haupt- oder Nebenlinien. Ne? Das größere Gitter ist dann halt so. Das geht dann da außen drüber. Ne? Das ist wieder die Prioritätsfrage. Ne? Priorität 1, 2 und 3. Und auf jedem Planeten ist die Oberfläche von diesen fünf Gitternetzen überzogen. Auf das komme ich gleich, wie das zusammenhängt mit der Erdoberfläche. Und diese Gitter sind unterschiedlich stark aktiv und wir sind momentan im Basischakra verankert, wir haben einen physischen Körper, weshalb dieses Gitter aktiv ist. Das hat einen Namen, das Rechtecksgitter, das heißt Hartmann-Gitter. Und das zweite Gitter, das ebenfalls aktiv ist derzeit, das ist ein aus dem Tetraeder abgeleitetes Dreiecksgitter, das eigentlich so ausschaut. So. So schaut das praktisch aus, ne? Und dieses Dreiecksgitter, das heißt Curry-Gitter. Und das ist derzeit von dem Körper abgeleitet da. Und die Energie wird jetzt aus diesen beiden Chakren abgezogen. Und wird jetzt in der Zukunft zunächst einmal in das Gitter umgeleitet, das im Wassermann-Zeitalter aktiviert wird. Das ist das Gitter fürs Wassermann-Zeitalter. Und dann später in dieses und dieses Gitter umgeleitet da. Das ist das Umbolungschakra da oben. Ja. Da wird es umgebolt. Und dann nachher wird die Energie in diese beiden Chakren da hineingeleitet. Und die werden deaktiviert. Das wird nach der Reihe deaktiviert. Und die werden aktiviert da. Der Würfel bolt in das um. Und diese Struktur vom Tetraeder, die geht dann in die Icosaeder-Struktur hinein da. Das sind die drei wichtigen Körper für die Zukunft da. Das kann man sich gleich merken. Ja, das heißt, dass auch die Chakren aktiviert werden. Das heißt, das Herzchakra wird aktiviert, das Sakralchakra wird aktiviert und jetzt im Wassermann-Zeitalter wird das Kehlkopfchakra aktiviert. Ja, das, wenn du den Widerstand dem entgegenwirfst, nachher bricht es auf. Ja. Es ist halt so, jeder Mensch hat eine unterschiedlich starke Fokussierung in den Chakren. Es ist nicht bei jedem gleich. Ja. Manche sind einfach stärker im Herzchakra verankert und andere stärker im Basischakra. Das bedeutet auch, dass ihre Bedeutung im gesellschaftlichen Kontext zu- oder abnimmt. Wir haben heute in der Machtstruktur bestimmte Leute, die das alles kontrollieren. Und die sind da unten verankert, da und hier. Und die heute da oben sitzen im Rothschild-Imperium und so weiter und vor allen Dingen in der Loge, die sind alle da fixiert, da und da unten. Und das ist der Grund, warum sie derzeit an der Macht sind. Weil dieses Gitter auch aktiviert ist. Und die Logen haben ja über die Jahrhunderte nichts anderes getan, als auf der Erde die Knotenpunkte dieser Gitter herauszufiltern. Und dann haben sie da die Kirchen hinbaut zum Beispiel. Ja? Also die Kirchen ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, aber Gebäudestrukturen, die halt errichtet worden sind, sind immer an den Knotenpunkten von dem Gitternetz da errichtet worden. Ja, mit dem Ergebnis, dass in diese Gebäude die Resonanzstrukturen wieder hinein gemacht worden sind, weil das ist ja alles nach heiliger Geometrie gebaut worden. Und jetzt tritt der Doppeleffekt auf. Wenn ich jetzt da zum Beispiel so einen Zwiebelturm habe, angenommen da bei dem Knotenpunkt, mache ich jetzt da meinen Kirchturm und jetzt habe ich da meine Zwiebeltürmchen da oben, ja, so, dann habe ich da bestimmte Resonanzen da drauf, ja, und der strahlt jetzt da aus. Aber weil der auf diesem Gitternetzpunkt steht, strahlt der viel weiter aus bis zum nächsten Knotenpunkt daher. Und bis zu diesem Knotenpunkt. Das heißt, je mächtiger der Gitterpunkt, desto stärker die Ausstrahlung. Das ist so, wie wenn ich eine natürliche Sendeeinheit benutze.
Ich kann künstliche Sender aufstellen oder natürliche Sender. Und jeder Knotenpunkt ist ein natürlicher Sender. Und wenn ich den manipuliere, weil ich dort bestimmte Frequenzen hineingebe, dann ist das so, wie wenn ich den akupunktieren tue. Ja? Das ist so wie die Resonanzpunkte am Körper. Und wenn ich dort eine Nadel einsteche, wird das angeregt. Und genauso ist es in der Landschaft, Akupunktur wird das auch angeregt. Und damit kann ich die ganze Landschaft beeinflussen. Und wenn ich jetzt meine Gitterstrukturen dort aufprojiziere, tetraedrale und würfelförmige Gitterstrukturen, dann nimmt der Einfluss zu, bewusstseinsmäßig. Und alle Leute werden von dem beeinflusst. Und das macht die Freimaurerei schon seit Jahrhunderten. Um nicht zu sagen seit Jahrtausenden. Und auf diese Art und Weise nimmt auch der Machteinfluss, hat auch der Machteinfluss dieser Leute dazugenommen. Das heißt aber jetzt im Klartext, dass wenn jetzt diese Chakren umpolen, dieser Machteinfluss abnehmen wird, weil die Gitterpunkte verfallen. In diese Gitterpunkte strömt jetzt dann keine Energie mehr rein, weil jeder Körper seine Gitterpunkte woanders hat. Und das hat jetzt etwas mit einer Kugel zu tun, in die die Körper hineinprojiziert werden, weil wir müssen ja jetzt die Erde einmal betrachten im Verhältnis zu diesen Körpern. Nehmen wir mal die einfachste Form, ein Tetraeder, da ist die Erdkugel. Ja? Da ist jetzt der Nordpol da, da ist der Südpol und da ist der Äquator. Ja? Dann kann ich jetzt da ein Tetraeder zum Beispiel so hineinstellen, so ein Dreieck. Ja? Wobei wir jetzt eine Spitze zum Beispiel auf den Südpol legen. Das heißt, am Südpol haben wir die Koordinaten 0, 0 Grad Breite. Ja? Und diese Punkte, da gibt es ja auch Breitengrade nach dem GPS-System, kommt, der muss natürlich zwangsläufig an einer ganz bestimmten Stelle herauskommen, weil es gibt nur eine Möglichkeit für ein gleichseitiges Dreieck, wo das austritt, und das ist genau bei 19 Grad Breite. Kommt das raus. Jetzt kann ich den Körper noch im Raum drehen, ja, das Tetraeder, und irgendwo stimmt es dann zusammen. Und man weiß heute, wo wieder Tetraeder in der Erde drinnen liegt. Der ist ja dreidimensional, der schaut das so aus. Ja. Dieser Eckpunkt vom Tetraeder, der kommt beim Bermuda-Dreieck heraus. Dreieck, so. Der zweite Eckpunkt ist dann fix vorgegeben. Der kommt in Indien heraus, ziemlich genau in der Nähe von Neu-Delhi. Und der dritte Eckpunkt, der liegt auf den hawaiianischen Inseln. Als Konsequenz daraus. Ja? So liegt der Tetraeder drinnen. Und das sind die Hauptchakrenpunkte auf der Erde von dem Gitternetz, vom Curry-Gitter. Und alle anderen weiteren Chakrenpunkte sind praktisch Prioritäten zweiter, dritter, vierter, fünfter Ordnung. Ja? So, ein Würfel zum Beispiel liegt ganz anders drinnen. Nehmen wir jetzt einen Würfel her. Ich mache da noch einmal die Scheibe, damit wir das nicht oben drüber tun. Äquator, Pol. Ein Würfel liegt so drinnen. Man sieht schon deutlich, dass die Eckpunkte von dem Würfel über einen ganz anderen Breitengrad herauskommen als die von einem Tetraeder. Die können ja gar nicht an derselben Stelle liegen. Bei den Polarkoordinaten kann man das dann genau herausrechnen, wo das liegt. Ja? Und nachdem das ja eine dreidimensionale Struktur ist und das auch eine Kugel ist, da, kann man das auch einjustieren und dann kriegt man die Hauptgitterpunkte von einem Würfel. Und auf diesen Punkten, koordinatenmäßig, liegen auch die ganzen Energiezentren und die Gebäude. Und wenn jetzt dort die Energie abgezogen wird, und umgelenkt wird, dann haben wir in der Zukunft neue Gitterpunkte. Nehmen wir jetzt einmal ein Fünfeck. Schaut so aus. So ungefähr. Ja? Das bedeutet, dass diese Gitterpunkte vom Fünfeck dann ungefähr da liegen werden. Ja? Die weichen vom Würfel ab. Die werden jetzt aktiviert und daher wird jetzt in Regionen, an denen eigentlich momentan gar nichts los ist, da ist vielleicht Urwald oder Steppe oder Savanne oder sonst was, Energie hineingeleitet und in der Zukunft das Bewusstsein fokussiert. Das heißt, die Leute werden früher oder später dorthin strömen, neue Gebäudestrukturen errichten, die der Energie dieses Chakras entsprechen. Welche Leute werden das sein? Die mit dem Chakra eine Resonanz haben, eine starke. Also,
Leute Wassermänner aufgerufen. Gibt es aber Wassermänner bei euch? Ist jemand Wassermann? Nicht? Wer ist ein Luftzeichen? Zwilling? Auch nicht. Waage? Waage. Also zwei Luftzeichen haben wir da. Ja? Die sind mit dem Herzchakra verknüpft und mit dem da herum, die zwei. Ja. Und das ist so der Aszendent, gilt auch. Hängt auch damit zusammen, ja. Aszendent gilt auch, lassen wir durchgehen. Ja, die erste Phase ist vielleicht nicht, aber die zweite wäre ja Lebensphase. Ja, ja. Hier sieht man es noch einmal. Das ist jetzt eine schematische Darstellung im Raum, wo man das erkennen kann. Da ist eine Kugel und da ist jetzt der Würfel in der Kugel drin. Das ist ja übrigens ein Bild vom Kepler. Der Kepler hat sich mit dem schon beschäftigt. Und man sieht, dass der Würfel bei bestimmten Breiten und Längengraden herauskommt. Ne? Und das Tetraeder kommt aber bei anderen Breiten und Längengraden heraus. Und da ist jetzt der Oktaeder. Jeder Körper erzeugt ein eigenes Gitternetz von diesen fünf. Es gibt fünf Gitternetze auf der Erde. Fünf. Aber nur zwei sind derzeit aktiv. Und das nächste aktive Gitternetz ist das Oktaedergitter. Und man muss natürlich dann entsprechend die ganzen Linien auszeichnen an der Kugeloberfläche, um die ganzen Gitterpunkte dann auf der Kugeloberfläche entsprechend auch zu bekommen. Ganz klar. Leider ist auch da die Software nicht wirklich durchentwickelt, was aber heute im Zeitalter des GPS natürlich wünschenswert wäre. Wir haben ja alle GPS-Koordinaten, das geht ja bis auf Meter genau. Das heißt, wenn ich ein Programm habe mit Polarkoordinaten, das mir am Würfel hinein projiziert und den dann immer um 90 Grad und um 45 Grad und die Hälfte von 45 Grad und die Hälfte von 27,5 Grad immer wieder in die Oktave zerteilt, kriege ich ein ganz feines Gitterliniennetz des Würfels, das bei bestimmten Breiten und Längengraden die Priorität der ersten, zweiten, dritten und vierten Oktave widerspiegelt. Und wenn ich ein GPS-System habe, kann ich mir sofort am GPS-System anschauen, wo die Knotenpunkte liegen dann in der Landschaft. Ja? Und dann in der Region, in der ich halt wohne, sagen wir mal Deutschland, Österreich, dann habe ich dann, sage, da sind die Gitterpunkte vom Würfel, erste Priorität, zweite Priorität, dritte Priorität, da sind die Gitterpunkte vom Oktaeder und so weiter. Das ist, bitte, nein, das haben wir noch nicht gemacht, weil wir eben noch immer einen Programmierer suchen, mit dem wir das jetzt programmieren. Und dann wird es interessant. Weil dann geht es nämlich in die nächste Phase. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Probleme hat, wieder mit dem Solarplexus-Chakra, der hat jetzt meinetwegen Bauchspeicheldrüsenprobleme, dann schicke ich ihn dorthin. Zu den Gitterpunkten von dem Körper. Weil dort Einstrahlungszonen auf der Erde sind, wo eine sehr hohe Energie schwingt von diesem Gitternetz. Und das ist der Körper, der da hingehört. Das heißt, es gibt Heilplätze auf der Erde für jedes Chakra, die man besuchen kann, wenn man weiß, wo sie sind. Ja, die drei Hauptknotenpunkte von dem Körper, die kennt man. Ja. Das ist, wie gesagt, im Bermuda-Dreieck auf Hawaii und da läuft durch Zentralindien durch. Und alle, die irgendwas in dem Bereich, da im Solarplexus-Bereich haben, Leberprobleme, Milzprobleme, Bauchspeicheldrüsenprobleme, alles, was sich da abspielt, Magen-Darm-Trakt, das sind diese drei Hauptzonen zu bevorzugen. Die können einmal eine Reise dorthin machen und dann Energieeinstrahlung dort verkonsumieren, sozusagen. Ja? Das schaut in der Praxis dann so aus. Es gibt auch ein Buch, wo ein bisschen was davon drinnen ist. Ja, das ist Heilige Geometrie. Ich weiß aber jetzt leider den Namen von dem nicht, wie der Kaiser hat, der das Buch herausgebracht hat. Und da ist jetzt eine Tafel mit den Grundkoordinaten drinnen, wie die platonischen Körper auf den Kontinenten liegen. Hier ist zum Beispiel jetzt die Erde einfach einmal als Flachprojektion dargestellt, um das zu vereinfachen. Und da ist jetzt ein Gitternetz drüber gespannt, ja, mit Breitengraden und Längengraden. Ja. Und man sieht jetzt da, dass bei bestimmten Punkten da, sieht man, wo genau die Eckpunkte herauskommen. Ja. Also da ist zum Beispiel der Kubus, Würfel, 35 Grad Breite, 15 Minuten, 51,80286 Sekunden. Von der Seite her gesehen. Da geht die Linie durch praktisch. Ne? Und jetzt braucht man aber von oben noch den Kubuspunkt. Der ist da, der geht da runter bei 90 Grad. Und im Schnittpunkt von der Kubuslinie da, zu der Kubuslinie da, habe ich einen Knotenpunkt vom Würfel auf der Erde. Und da gibt es 8 Hauptknotenpunkte und dementsprechend dann 16 Knotenpunkte der zweiten Priorität und dann 32 Punkte der dritten. Und 64 Punkte der vierten Priorität.
Da sieht man, das habe ich vorher gesagt, Tetraeder hat 19 Grad. Ja, das kommt bei 19 Grad heraus. Es gibt zwei Tetraeder, der eine kommt vom Nordpol und geht Richtung Südpol und der andere kommt vom Südpol und geht über den Äquator Richtung Nordpol. Den, was ich da einzeichnet habe, der geht vom Südpol oben drüber. Das ist der mit diesen drei Zonen. Es gibt aber auch einen, der vom Nordpol nach unten geht. Ja? Oktaeder, der geht über den Äquator, logischerweise da. Ja? Weil der Oktaeder steht ja so drinnen, mit der Spitze am Nordpol und am Südpol. Und die anderen vier Punkte liegen direkt am Äquator. Ja? Wobei beim Oktaeder dann die Frage sich eben stellt, wo kommt der Oktaederpunkt am Äquator dann heraus? Und zwar genau in dem Schnittpunkt. Da haben wir zum Beispiel Java. Da unten, da, das ist diese, wie heißt es, Indonesien. Da haben wir Oktaeder. Wo ist da der Oktaeder? Da kommt er, glaube ich, runter. Oktaeder mit 0 Grad, das liegt da im hinteren Bereich vom Pazifik zum Beispiel. Das ist der zweite Punkt. Es gibt vier Punkte, gibt's, ja, Hauptpunkte. Und je nachdem, welches Gitter jetzt aktiviert wird, sind da die Zentren. Und dort kann man natürlich sehr viel bewirken. Wenn man jetzt da hinfliegt, wer halt reisefreudig ist und da Kontakte hat, was weiß ich wohin, der kann sich das natürlich anschauen. Wenn zum Beispiel jemand Südamerika begeistert ist, kann er sich gleich einmal anschauen, was liegt da für ein Punkt. Da liegt zum Beispiel eine Tetraederachse, die geht da durch. Ne? Und die Tetraederachse, die kommt da einer. Hier in dem Schnittpunkt, Tetraeder hier da in dem Bereich, das dürfte schätzungsweise Uruguay, Paraguay, irgendwo Argentinien sowas sein, haben wir einen Knotenpunkt von der Tetraeder-Energie. Die läuft genau dort durch. Ja? Also mit solchen Karten kann man dann schon sehr viel anfangen. Das ist natürlich jetzt eine vergröberte Darstellung. Aber mit GPS-System geht das auf Sekunden genau. Auf Sekunden genau kann man das einjustieren. Und das ist dann Geomantie in höherem Sinne, wo man praktisch jetzt auf den verschiedenen Kontinentalzonen einmal eruieren kann, was liegt denn da. Da haben wir zum Beispiel Dodekaeder, das ist jetzt der Körper, der gerade aktiviert wird. Die Dodekaeder-Linie, die läuft da durch bei 52 Grad ungefähr, da ist 60, also da in der Mitte läuft sie eigentlich durch, genau. Oben haben wir den Dodekaeder-Punkt, der kommt da herunter, das heißt da liegt zum Beispiel ein Gitterpunkt Dodekaeder-mäßig. Das ist China, richtig? Also das ist da im Bereich Japan-China irgendwo. Ja. Da wird zum Beispiel eine Energie jetzt aktiviert. Ein anderer Knotenpunkt vom Dodekaeder ist da und da irgendwo. Das liegt also da hinten oben, das ist da knapp bei Alaska irgendwo da. Naja, Kanada, also im kanadischen Bereich zum Beispiel. Dodekaeder, da haben wir auch eine Zone, die geht da runter und trifft sich dann, Dodekaeder geht ungefähr da. Also da gibt es mehrere Punkte. Da gibt es zum Beispiel noch einen Dodekaeder-Punkt, der geht da runter und da unten ist noch ein Schnittpunkt ungefähr da. Das liegt dann ungefähr da in dem Bereich zum Beispiel. Und da wäre der nächste Bereich. Das ist zum Beispiel da, kurz vor, das ist Madagaskar da. Also da in dem Bereich ungefähr liegt auch ein Dodekaeder-Hauptpunkt. Und mit dem kann man schon sehr viel anfangen. Ja? Weil dort kann man Installationen machen. Das heißt, wenn jemand jetzt einmal rituell veranlagt ist und da Feuerzeremonien und ähnliche schamanische Reisen und ähnliches machen will, wenn er die Gitterpunkte jetzt aktivieren will vom Dodekaeder-Gitter, dann gibt es ganz genaue Zonen, wo das am idealsten zu machen ist in der Welt. Ja? Also für schamanische Reisen ist das natürlich dann optimal. Hawaii, ja, zum Beispiel, wer gerne auf Hawaii fliegt, der weiß, mit welchen Energien er in Verbindung steht. Es gibt jetzt da noch eine Verbindung, auf die ich noch hinweisen möchte, von den platonischen Körpern her, und zwar zu den Runen. Es gibt ein Buch, das heißt Der göttliche Code. Das ist von einer Frau geschrieben unter einem Pseudonym, als Channel-Material auch ein bisschen klassifiziert, so ein blaues Buch, wo das auch rausgenommen ist, die eine sehr gute Grundstruktur für das Runen-Futak gelegt hat. Das heißt der Futak, der Runen-Futak. Es gibt aber verschiedene Variationen davon. Die hat aber das herausgearbeitet, worauf sich eigentlich die Runen ursächlich stützen. Und zwar auf das in der Lebensblume befindliche sechsfache Kreuz, das innerhalb der Blüten drinnen liegt. Und zwar als durchaus dreidimensionaler Körper. Wenn man die Lebensblume einmal zeichnet und jetzt dann da praktisch die Blütenblätter drinnen hat, da kann man da im Prinzip die Achsen durchlegen. So. Ja? Und diese Achsen, die sind einfach rausgezeichnet da. Und
Die Runen sind Variationen der Achsen des Lebensblumenmusters. Und zwar in der Weise, dass man einfach nur bestimmte Teile herausgreift und dafür andere weglässt. So, das ist jetzt eine vergrößerte Darstellung von dem. Und im Prinzip ist es nichts anderes, dass die einzelnen Runenparameter nur einen bestimmten Teil dieses Sechsecks immer betonen da. Ne? Zum Beispiel da, so oder so oder so. Und das sind die einzelnen Runen, wie sie dann klassifiziert sind. Das sind praktisch Variationen der Lebensblume. Und das Buch Der göttliche Code ist eines der besten, wo jede einzelne Rune dann exakt beschrieben wird auf ihren inneren Wert, der da drinnen eigentlich mitschwingt. Ja, es gibt noch ein zweites Buch, das heißt Vatan, mit V geschrieben, Der Weg des Nordens, in dem dieses Grundmuster ebenfalls noch aus der Hexagonale der Lebensblume herausgearbeitet wird. Das ist ein recht gutes Buch auch, das recht gut zum Vorschein bringt. Ne? Ja, die Sprachsymbole wie A, B, C, zum Beispiel da das B, ja, oder das S, so wie das da, oder das Y, so wie da zum Beispiel, ist eigentlich aus dieser Struktur der Lebensblume entstanden. Das heißt, auch die ganzen Buchstaben, wie wir sie später dann benutzt haben, ist eigentlich eine Ableitung, die deutschen Buchstaben, aus dem Grundmuster der Lebensblume. Weshalb man hier auch noch weitergehen kann. Runen sind nicht nur im Sinne der ursprünglichen Runen zu betrachten, sondern das geht auch über Buchstaben. Man kann auch über die Buchstaben sehr viel herauslesen, was für Werte da drinnen stecken. Wenn man zum Beispiel Eigennamen hernimmt, ne? Wolfgang, Peter, da ist ein B drinnen, ne? Da kann man das auf die Grundrunenstruktur zurückwerfen. Da ist ein R zum Beispiel da, ne? Sieht man das da? Da ist ein B. Ja, diese Rune entspricht dem Wert B. Ja? Da ist das weiche B da zum Beispiel da. Da haben wir zum Beispiel Struktur E oder F, das ist ein verkehrtes F zum Beispiel. Das heißt, die ganzen Buchstabenstrukturen sind mit den Runen verknüpft und wenn man jetzt bestimmte Wertigkeiten hat, die in dem Namen eine Rolle spielen, dann kann man das natürlich mit dem verknüpfen und da weitere Forschungen betreiben, diesbezüglich das Auswerten. Das geht natürlich noch weiter, weil jedes Wort hängt ja auch mit jedem anderen Wort wieder zusammen, dass man zum Beispiel über Wortvergleiche durch Klanganalyse arbeitet. Das ist auch so eine Methode. Nehmen wir zum Beispiel das Wort hören. Hat jetzt was mit den Ohren zu tun. Es gibt aber viele Worte, die damit verwandt sind, die gleich klingen. Hora, die Stunde, aus dem Griechischen. Horus, der Falkengott. Ja. Hera, die Göttin des Nordens, die Gattin des Zeus. Hero, der Held. Also das sind alles, das klingt alles gleich. Das bedeutet, diese einzelnen verschiedenen Worte haben etwas miteinander zu tun. Die sind verbunden. Ja? Es gibt heute Programme, das sind sogenannte Anagrammprogramme. Das nennt man Anagramme. Das ist zum Beispiel ein Anagrammprogramm. Ja? Nehmen wir mal deinen Vornamen. Gibst du mir den nochmal? Christine. Ja. Da kann man den Namen Christine eingeben und jetzt an alle Anagramme bilden, die damit etwas zu tun haben. Ja? So, da kommen jetzt lauter Wortkreationen heraus in Deutsch und Englisch. Ja? Jetzt muss ich schauen, warte nochmal, Input, das deutsche Lexikon ist nicht angeklickt, noch einmal. So, jetzt sind die englischen und deutschen Wörter, die da miteinander verknüpft sind, die sich daraus ableiten lassen. Ja? Rich, nice. This, stench, rice, rest, zern. Und aus diesen Insekt, das sind alles lauter Anagramme dieses Grundnamens. Ja? Man kann aber auch komplexere Anagramme bilden, wie zum Beispiel ganze Sätze. Jetzt werden Satzanagramme aus deinem Namen gebildet. Ja? Ja? Nicht, oder? Das heißt, man kann jetzt so bestimmte Tendenzen, mit was dein Vorname etwas zu tun hat und mit welchen Themen das eigentlich verknüpft ist, über Anagrammprogramme da herausfischen. Ja? Es gibt nicht alles einen Sinn, das ist richtig. Aber es lässt sich dann eben das herausfiltern. Man kann also dann zum Beispiel aus diesen Kombinationen
dann einfach hergehen und interessante Sätze, die damit etwas zu tun haben, herausfiltern. Ja, read zum Beispiel. Man geht dann eben zum Beispiel it's CERN, das tut man dann einfach herausfiltern. Ne? Und das wird dann in die Liste aufgenommen. Und wenn man wieder was neu, irgendeine interessante Wortkombination in Englisch da hat zum Beispiel, muss man halt schauen, wo sich noch was Interessantes ergibt. Sicher nicht zum Beispiel. Da kann man das rausfiltern in eine Liste und die interessanten Anagramme wegfiltern. Und die bleiben dann über und das ist eine Thematik, die mit deinem Wort etwas zu tun hat. Das wird natürlich umso interessanter, je mehr Worte man da oben verwendet. Familienname noch dazu? Den Teilen, oder? Ja, welchen immer? Deinen Grundnamen. Also Schier. Wie? Schier unmöglich. Schier, so? Ja, genau. Ja. Und das Ganze wieder. Jetzt werden die Kombinationen natürlich komplizierter. Das heißt, wir haben jetzt da schon über 1418 verschiedene Wortkreationen, die da draus entstehen. Ja? Und da lassen sich jetzt interessante Anagramme bilden. Ne? Und da gibt es dann Schwerpunkte, ja, womit es am meisten zu tun hat und womit es weniger zu tun hat, da gibt es dann Schwerpunkte. Das sind immer Prozentangaben da hinten zum Beispiel. Und über diese Prozentangaben kann man dann das analysieren, wo das eigentlich hinführt, womit es zu tun hat. Interessante Sachen gibt es da. Gell? Ja, da gibt es Forscher, die sich da, was weiß ich, wie lange schon, seit Jahrzehnten mit diesen Anagrammstrukturen beschäftigt haben. Ja. Also das ist dann die weiterführende, wie soll ich sagen, Struktur der Runen, wo man nicht nur aus der Geometrie der Buchstaben heraus auch über die Wortklänge, über die Anagramme in die nächste Ebene praktisch einsteigt. Aber es ist eine interessante Forschung auch. Über Anagramme lässt sich sehr, sehr viel herausholen. So, Größe wieder reduzieren. Also das ist eine Thematik, die auch eine Rolle spielt in der Anwendung dann. So, die Gitternetze. Das ist in letzter Konsequenz das Gitternetz, das auf uns zukommt in der Zukunft. Das Herzchakra hat eine grüne Farbe und der dem Herzchakra zugeordnete zentrale Körper ist ein Oktaeder. Und weil der grün ist, nennt man das neue Gitternetz der Erde, das dann letztlich in den Oktaeder umgepolt wird, auch das grüne Netz von Mutter Erde. Und das heißt mit einem anderen Namen auch Kryon-Energiegitternetz. Da gibt es die Kryon-Bücher oder Kryon-Bücher heißen sie besser gesagt. Ich glaube, es gibt schon 20 von diesen Büchern mindestens. Und das ist Channel-Material, das eben mit diesen Grundstrukturen etwas zu tun hat. Und ich habe das auch schon öfter erwähnt, ich muss jetzt mal umblenden, in Amerika drüben gibt es eine Gruppierung, die unter dem Namen der Weißen Bruderschaft operiert. Die Weiße Bruderschaft hat eine Karte herausgegeben, die sich mit diesen neuen Energiezentren des Oktaeders auseinandersetzt. Und zwar werden dort Informationen weitergegeben, dass es 52 Hauptgitterpunkte auf der Erde gibt, ja, die mit dem Oktaeder in Verbindung stehen. Und wenn die Christusenergie dieser vier Christuszentren jetzt in Bewegung versetzt wird, dann wird die sogenannte Versiegelung von diesen Chakrenpunkten aufgehoben und es bildet sich ein Oktaeder dort an diesen Orten und die Energiezentren werden aktiviert. Und das ist das grüne Energiegitternetz und die haben diese Zentren in einer Karte angegeben. Das ist der Teil von Europa, der da zu sehen ist. Das sind die Energiezentren, die da in Europa mit dem Oktaeder in Verbindung stehen. Da. Ja, da in der Nähe von Madrid ist ein großes Zentrum. Da an der tschechisch-deutschen Grenze sind es. Da ist ein Zentrum, das ist am Grenzgebiet zwischen Rumänien und Ungarn. Da oben ist ein Zentrum und da in Schottland ist ein Zentrum. Und da auf Island ist auch ein Zentrum da. Sieht man das? Und dann da herunten in der Nähe von Ankara ist ein Zentrum da. Ja. Die haben alle Namen und auch
eine Nummer, wie sie gestaffelt sind und eine Bezeichnung, mit welcher Energie sie arbeiten. Darunter steht immer so ein englischer Name. Da steht zum Beispiel Strength in Truth, die Stärke in die Wahrheit. Oder da zum Beispiel, da steht Divine Justice, göttliche Gerechtigkeit oder Gerichtsbarkeit. Man sagt auch, dass der Gerichtshof des Drachen oder der Dragon Court, wie das auch genannt wird, von den Stuarts verkörpert wird und der liegt zum Beispiel in Schottland. Ja? Oder da steht drunter zum Beispiel Inner Vision, das bedeutet die innere Vision, hängt mit dem dritten Auge zusammen da oben. Da zum Beispiel steht Purity and Ascension, Purity heißt Kraft der Reinheit. Da. Das heißt, dort ist ein Reinheitszentrum. Da zum Beispiel, da steht zum Beispiel Divine Focus, das heißt göttliche Willenskraft. Das hat mit der Willensenergie was zu tun. Da zum Beispiel, da steht God in all, das heißt die göttliche Einheit. Ja? Das heißt, der Einheitsgedanke der Göttlichkeit ist die dominante Kraft, die durch dieses Zentrum strömt. Ja? Insgesamt gibt es, wie gesagt, 52 dieser Zentren. Da sind weitere. Ja, da sieht man zum Beispiel auch in Afrika gibt es auch Zentren da. Ja, das ist jetzt Südamerika. Da sieht man zum Beispiel da unten ein Zentrum. Ja, das heißt Devotion, das bedeutet Hingabe. Oder da das Zentrum da, das liegt da in einem Brasilien-Bereich, da steht der Nurture, das heißt der Ernährer. Da kommt in der Zukunft viel von der Energie für Lebensmittelgeschichten und solche Dinge, also für die Ernährung im höherdimensionalen Sinne. Oder da zum Beispiel, da oben ist ein Zentrum, da steht City of the Feminine. Das heißt, das Zentrum der Weiblichkeit. Da, in dem Bereich, wird das da errichtet. Auch interessant, ne? Man sieht auf der Karte auch Landstriche, die gar nicht existieren. Ja, da zum Beispiel. Da steht White Dove Island, die weiße Taube, Insel der weißen Taube, die da früher oder später auftauchen wird. Und da hinten ist ein ganz großer Kontinent eingezeichnet, der überhaupt gar nicht existiert, der von Australien heraufkommend da in Erscheinung treten wird. Das ist das neue Lemurien. Und dafür werden andere Regionen von der Bildfläche verschwinden. Das ist die eigentliche Küstenlinie da. Und der Bereich dieser Küstenlinie, der könnte in der Zukunft einmal unter Wasser stehen. Da sieht man auch viele Zentren, die da eingezeichnet sind. Da oben, ja. Die haben auch alle Namen, zum Beispiel da, City of the Violet Flame, ja, Celebration of the Violet Flame steht da drunter. Das heißt, das ist das Zentrum der violetten Flamme. Oder da zum Beispiel, bei dem Zentrum, da steht drunter Bridge of Brotherhood, das heißt die Brücke der Bruderschaft. Die hat da ein geistiges Zentrum, da zum Beispiel. Da haben wir zum Beispiel Abundance of Choice, da geht es um die Möglichkeit der Wahl. Da ist es das Zentrum in Grönland. Da sieht man auch, dass da das Eis abgeschmolzen ist. Sieht man das da? Und der Bereich da außen rundherum, der wird einmal besiedelt. So, das ist jetzt der Bereich, der da nach Hinterasien hinuntergeht. Da ist die arabische Halbinsel da. Ja. Da zum Beispiel da hinten, das ist in China, das ist ziemlich genau in der Nähe von Peking irgendwo. Da heißt es Arctura, das ist der arcturianische Pol. Rhythm of Harmony, Rhythmus der Harmonie, Freiheit, da oben. Das ist am Dach der Welt, beim geistigen Zentrum in Shambhala, ja, in der Wüste Gobi dort. Da heißt City of Balance, Stadt des Ausgleichs oder Stadt des Friedens. Ja. Da, das läuft durch Indien durch, das ist eher im südindischen Bereich, da steht zum Beispiel The Continuous Heart, und Adoration. Adoration heißt die Bewunderung oder das kontinuierliche Herz. Ja? Ja, und so haben wir da zum Beispiel, das ist das Zentrum der Erweckung. Da heißt es der Awakening. Ja? Oder da haben wir Purensk zum Beispiel, Love, Wisdom and Power. Kraft, Liebe und Weisheit. Hat da ein Zentrum zum Beispiel. Da gibt es auch ein Zentrum, da steht zum Beispiel Happiness. Ja? Das Glück und so weiter und so weiter. Da herunten, da in dem Bereich, das ist da in Äthiopien, haben wir zum Beispiel Understanding and Illumination, Verständnis und Erleuchtung.
In Äthiopien sagt man, dass die Bundeslade zum Beispiel ihren Sitz hat. 52 Gitterpunkte vom grünen Strahl gibt es. Und in der Karte sind die meisten eingezeichnet für die Zukunft. Das ist eine ziemlich gute Karte, muss ich sagen. Die kriegt man in Amerika bei der Weißen Bruderschaft, kann man die bestellen, wenn man sie zu Hause haben möchte. Es gibt auch Bücher drüber, wo die Qualität der einzelnen Gitterpunkte genau beschrieben wird. Ja. Und wer die Adresse haben will, dann muss einmal eine E-Mail an mich schreiben, nachher kann ich das weiterführen. Ich habe sie jetzt nicht da, weiß es nicht auswendig. Oder vielleicht ist sogar auf ein Stück der Karte drauf, müsstet ihr mal schauen, Moment. So, da unten ist die Adresse eingeblendet da. Die kann wahrscheinlich jetzt keiner lesen, gell? Die Karte besteht aus mehreren Teilen und ist auch der Energie der weißen Taube geweiht. Man sieht da links oben so eine weiße Taube, die da mit den Fruchtbarkeitszweiglein abgebildet ist. Da. Ja. Das heißt, das ist auch die Karte ist unter dem Überbegriff des Heiligen Geistes praktisch gestaltet. Von der Weißen Bruderschaft hängt auch sehr mit dem Christusbewusstsein zusammen. Weil die weiße Taube praktisch die Befreiungsaktion für die Erleuchtung der Welt steuert. Und der griechische Begriff für weiße Taube ist Pleiades. Das heißt, das ist die pleiadische Taube. Und von da kommt das auch runter, weshalb auch links von Südamerika dann diese Insel da war, diese geheimnisvolle weiße Taubeninsel. Und über die Illuminierung des Heiligen Geistes soll eben die Erleuchtung der Welt eingeleitet werden. Und über diese kommt aber auch das jüngste Gericht herunter gleichzeitig. Weshalb das jüngste Gericht mit der weißen Taube über das sogenannte Nesara-Projekt vernetzt ist. Da hat vielleicht der eine oder andere schon mal was gehört. Im Internet eingeben, Nesara. Und da gibt es eine Originalseite und jede Menge andere Seiten. Aber es gibt auch eine Originalseite. Ich glaube, die heißt nesara.com, wenn mich nicht alles täuscht. Und das heißt National Security Act. Blablabla, ist eine Abkürzung für etwas. Und das ist ein offizielles Programm der amerikanischen Rechtsstaatlichkeit, der amerikanischen Justiz, das die Aufgabe hat, neue Gesetze zu erlassen über bestimmte Dinge, die jetzt in der Zukunft nicht mehr erlaubt sein werden. Und das betrifft insbesondere die weiße Ritterschaft. Die weißen Ritter, die lange Zeit das Sagen auf diesem Planeten gehabt haben, mit dem apokalyptischen Reiter, werden jetzt zur Rechenschaft gezogen. Und das geht vom Nesara-Projekt aus. Das heißt, da wird jetzt dann bald sehr scharf geschossen werden im Hintergrund. Das heißt im Klartext, da sitzen Richter auf Richterstühlen, die Gesetze erlassen, was in Zukunft erlaubt ist und was nicht. Bezogen auf Rechtmäßigkeit zum Beispiel von Reichtumsverteilung in der Welt und so weiter und so weiter. Und wer sich an die nicht hält, der wird eingebuchtet. Und solche Leute wie der George Bush, die müssen aufpassen, dass sie jetzt nicht bald eingebuchtet werden. Wenn da vom Nesara-Projekt von der höheren Dimensionalität herunter diese Gesetze wirksam umgesetzt werden und diese Leute diesen dann zum Opfer fallen, weil sie da herunter eine Menge negatives Zeug verzapft haben. Also bitte Nesara-Projekt im Internet anschauen. Das läuft unter diesem Begriff der weißen Taube. Diese ist auch dem letzten Papst geweiht, ganz nebenbei bemerkt. Ja? Der Papst Benedikt XVI. Steht unter dem Mandat der weißen Taube mit dem Friedenszweiglein, weil Benedikt bezieht sich auf den Friedenspapst, Benedikt XV., der ja die Enzyklika De Deus Pacem geschrieben hat vom göttlichen Frieden und in dessen Anlehnung sich dieser Kardinal aus Deutschland, Kardinal Ratzinger, den Namen Benedikt XVI. Gegeben hat. Hängt mit dem Friedenszweiglein da zusammen. Daher gibt es da Vernetzungen in gewisser Weise, von der Karte bis zum Vatikan hinunter, ja. Könnte man sagen. Da müssen wir jetzt weiter ausholen. Das können wir gerne morgen machen. Morgen gibt es ja dieses Thema Licht aus höheren Welten. Da kann ich über diese Dinge dann ausführlicher sprechen. Aber im esoterischen Sinne, wir haben ja heute eher aus der Blickperspektive der Lebensblume da sozusagen gesprochen. Ja, wie gesagt, eine Betrachtung des Themas der Lebensblume. Oder besser gesagt, zwei Betrachtungen stehen noch aus. Das werde ich jetzt nicht so weit treiben, wenn wir es dann Schluss machen. Das ist die Betrachtung aus dem kabbalistischen Lebensbaum und den damit verbundenen Möglichkeiten. Ja. Es gibt auch sehr dicke Bücher, so dicke,
nur über die Kabbala, wo es um den kabbalistischen Lebensbaum und die Möglichkeiten geht, das zu verwenden. Der kabbalistische Lebensbaum lässt sich sehr leicht da aus der Lebensblume ableiten. Das kann man da sehr schön erkennen. Ja. Das ist praktisch die Grundstruktur von diesem kabbalistischen Lebensbaum. Und Abhandlungen gibt es, also tausende Seiten mit dicken Wälzern, wo es nur um die Kabbala geht. Die Verbindungslinien, die da angedeutet sind zwischen diesen Eckpunkten, sind insgesamt 22 Stück. Und, da muss ich jetzt ein anderes Programm aufrufen, hängen mit den 22 Initiationen der Gralsenergie zusammen, die wiederum zu den 22 Aspekten des Tarot führen. Ich mache eigene Tarot-Seminare, das führt natürlich an der Stelle zu weit. Das Tarot besteht aus dem kleinen und großen Arkanum. Das ist jetzt zum Beispiel das Arkanum, das große Arkanum vom Aleister Crowley Tarot. Das hast ja du auch hier aufgelegt. Und alle diese 20 plus 4 Karten sind insgesamt 24 Karten, wobei der Magier da dreimal vorkommt, also insgesamt sind es nur 22 Karten, stellen die 22 Initiationsstufen der Gralsenergie dar. Und wie das strukturiert ist und was jede einzelne Karte da bedeutet, das mache ich dann in die Tarot-Seminare, weil das führt da eindeutig zu weit. Und da kommen wir da von Hundertsten ins Tausendste. Das ist dann in gewisser Weise mit der Kabbala vernetzt. Ich habe da ein Bild noch mitgebracht, wo man das dann sieht, wo diese 22 Stufen dann entsprechend schön dargestellt sind. Also das sind diese Verbindungslinien, um die es da geht. Das sind genau 22, die mit diesen Karten dann auch zusammenhängen. Verwandt damit ist auch der Maya-Kalender, denn die Struktur des Maya-Kalenders ist im Prinzip dieselbe Logik wie die der Tarotkarten. Ja, hier ist es dargestellt. Man kann, wenn man die Tarotkarten richtig auflegt, die 20 und die vier anderen abzieht, die da eigentlich eine Sonderrolle spielen, auch die 20 Maya-Siegel dementsprechend zuordnen hier. Ja? Und dann gibt es eine Synchronizität zwischen all diesen Siegeln und all diesen Tarotkarten. Und dann wird es nämlich ganz besonders interessant, weil dann kann man sowohl mit dem Maya-Kalender als auch mit dem Tarot arbeiten, als auch mit den 22 Initialstufen der Kabbalistik. Und das alles ist aus der Lebensblume heraus. Es kommt aus der Lebensblume, kommt das heraus. Das heißt, das ist ein ganz riesiges Spektrum von Möglichkeiten, was sich dann noch zusätzlich eröffnet, mit der Lebensblume zu arbeiten. Was aber zu einem eigenen Seminar führt, was wir heute an dem Punkt nicht mehr anreißen, weil das einfach dann zu weit führt. Ja. Das Shri Yantra ist, wie gesagt, auch eine Variante der Lebensblume, die sich daraus ergibt, dass man kleine und große Lebensblumen überlagert. Das Shri Yantra ist im Prinzip nichts anderes, als dass mehrere Lebensblumen unterschiedlicher Größe miteinander in Verknüpfung stehen. Wir haben ja vorher über Folgendes gesprochen. Wenn wir da jetzt die Lebensblume Nummer 1 haben, dann stellt diese Lebensblume im Prinzip ja ein Schwingungsmuster dar. Ich zeichne eine von diesen Schwingungen da weiter. Die geht halt praktisch da weiter, ne? Das heißt, eigentlich laufen ja durch diese Lebensblumen da sechsmal solche Schwingungen durch. Wobei jede Schwingung praktisch dann immer so eine Struktur darstellt, wie das praktisch dann sich da auffächert. Man kann aber die Schwingungen auch halbieren, wie wir ja vorher gesehen haben, und da laufen halt dann kleinere Schwingungen durch das System durch. Ja? Ich zeichne das jetzt da noch aus. Ja, so. Damit wir das dann auch sehen, wohin das führt. Und wenn ich jetzt da ein Hexagramm einzeichne in die große Lebensblume, dann schaut das Hexagramm so aus da, das rote. Und die nächst kleineren Hexagramme betreffen aber die nächst höhere Frequenz, das wäre dann diese Lebensblume da, das da, dieses Dreieck da. Ja? Das schaut dann so aus. Man hat dann praktisch ein Hexagramm im Hexagramm im Hexagramm im Hexagramm. Ja? Und das ist eigentlich das da, im weitesten Sinne. Das sind Hexagramme in Hexagrammen in Hexagrammen und stellt die Lebensblume auf unterschiedlichen Frequenzebenen dar. Wobei die Teilungsschritte nicht immer 1 zu 2 sind, sondern auch mal 1 zu 3, weshalb der Winkel auch verschoben wird da. Das heißt, das Shri Yantra ist die interdimensionale Lebensblume, die alle Frequenzen darstellt und nicht nur eine, sondern alle.
Und deswegen bezeichnet man das auch als das Gefährt des Herzens, das alle Chakran-Dimensionen öffnet. Das da, das ist das Symbol für alle. Das heißt die Merkaba, das ist eigentlich die Merkaba. Ist aber eng mit der Lebensblume verwandt. Der einzige Unterschied ist, dass sie mehrere Lebensblumen praktisch übereinander gelagert. Das ist jetzt dann die Überlagerung von den Lebensblumen in der Lebensblume in der Lebensblume. Und genau. Und erst wenn alle Dimensionen miteinander vernetzt sind, dann geht es praktisch der Tunnel auf in alle Kanäle hinein. Man kann in alle Dimensionen dann hineinreisen. Und das nennt man die Öffnung des merkabischen Prinzips des Herzchakras, durch das uns die Möglichkeit eröffnet werden, in alle Dimensionen zu reisen praktisch. Ja, und mit diesem Gefährt des Herzens können wir Kontakt aufnehmen zu den höheren Wesen, die dann aus dem Inneren dieser Merkaba-Struktur herauskommen. Das sind natürlich die Engelwesen in erster Linie, die da auf dem Planeten einmal fallen fürs Erste. Und die werden jetzt aktiviert. Die Strahlen der fünf Erzengel sind ja schon vor Jahren installiert worden. Und diese fünf bzw. sieben Erzengel kommen jetzt herunter, unter der Leitung des Uriels. Der Uriel hat seinen Sitz da oben. Ja? Der ist die wichtigste Figur in dem Geschehen, der Urielstrahl. Da haben wir den Metatron zum Beispiel oder auch den Satkiel, der da eine Verankerung hat. Eine wichtige Energie kommt aus dem Herzchakra heraus auch jetzt. Das ist der heilige Michael, der wird eine große Rolle spielen. Der Heilungsengel für dieses Chakra, da ist der Raphael zum Beispiel da. Ja. Oder da haben wir auch einen Engel da, der da herunten sitzt, im Sakralchakra, das ist da der Gabriel, der mit dem etwas zu tun hat, der Heilung und so weiter. Es gibt da Bücher über das. Einige wirklich sehr gute Bücher sind eigentlich die da, gell? Mhm. Die sind super, ja. Da gibt es auch die linken und die rechten Flügel von Engel. Man nennt die rechten die Hand Gottes. Und die Linken sind für die Emotionalstruktur Gottes zuständig. Die Linken entfernen sich von Gott bis zu einem bestimmten Punkt und kehren dann wieder zurück, weshalb man sie auch bisweilen die gefallenen Engel bezeichnet. Unter Anführungszeichen. Ja. Linke und rechte Hand Gottes. Und da gibt es, glaube ich, vier oder fünf Bände da von der Frau Alexa Kriele, genau, die sich mit der Struktur der Engel da genau beschäftigt hat. Und die wirklich sehr gut sind, ja, die sind sehr empfehlenswert, diese Bücher. Ja, und in diesem Sinne möchte ich heute den Bogen zu Ende spannen und hoffe, dass dieses Seminar eine Vision über die Blume des Lebens vermittelt hat. Alles haben wir nicht angerissen, aber es gibt da viele Möglichkeiten. Das meiste wäre noch auszuarbeiten. Das heißt, es geht eigentlich darum, dass man damit arbeitet, dass man das anwendet. Entweder rein mit Farben und im Raum, mit Mustern oder eben auch in der Dynamik. Diese beiden Möglichkeiten liefert die Blume des Lebens. Oder auch in der Geistigkeit, indem man mit den geistigen Aspekten der Blume des Lebens über die Runen arbeitet oder über die Kabbalistik da hereinkommend arbeitet und so weiter. Es gibt also wirklich sehr, sehr, sehr viele Ansätze, wie die Blume des Lebens umgesetzt werden kann. Bis in die moderne Physik und Chemie hinein gibt es da hunderte Möglichkeiten, das in die Praxis umzusetzen. Die Aufgabe ist es, dass jeder das für sich selber macht. Dieses Seminar soll nur Inspiration sein. Machen muss man selber. Was man daraus macht, das bleibt jedem selber überlassen, wie er mit die Blume des Lebens dann in der Praxis anwenden will. Aber ich glaube, es sind viele Perspektiven aufgezeigt worden und das war der Sinn des Seminars. In diesem Sinne danke ich fürs Kommen und ich hoffe, dass es euch gefallen hat.